Wenn wir es unter 1.000 schaffen würden, wäre es natürlich besser. Das ist noch immer meine Meinung, aber ich fürchte, wir werden auch die 1.000 nicht schaffen. Klar, dass Stichtag 6. Dezember das nicht, sondern sie werden dann danach auch noch weiter etwas runtergehen. Aber ich fürchte, dass wir die 1.000 oder gar unter 1.000 nicht schaffen werden. Und deswegen, was wir eben auch vorhin gehört haben, wird es auch noch weitere Einschränkungen geben. Oder man kann es auch andersherum sagen, die Lockerungen werden nicht so gut sein, wie wir es uns wünschen. Jetzt ist ja der Aufschrei heute ganz groß bei den österreichischen Touristikern. Die bangen um Millionen. Da steht ja ganz viel für Österreich auf dem Spiel, wenn jetzt die Skigebiete tatsächlich erst, die Lifte sollen ja aufmachen, aber die Hotels werden nicht offen haben, aller Voraussicht nach. Wie ist da Ihre Meinung dazu? Also ich glaube, dass sich die Bundesregierung natürlich die Zahlen ansieht, dass die genau weiß, sie gehen nicht so runter, wie sie runtergehen sollen. Das heißt, es wird jetzt einfach alles versucht, damit wir trotzdem irgendwie weiter runterkommen. Und ich habe die Diskussion vorhin auch gehört mit dem Tourismusexperten. Es ist so, man kann nicht festmachen, wo genau, weil die Infektionen sind einfach überall. Es zirkuliert viel zu viel Virus in der gesamten Bevölkerung. Und das ist das Problem. Also man kann es nicht festmachen, wo genau. Und das bedeutet, dass halt jetzt, dass es eine der Konsequenzen ist, dass also quasi Tagestourismus möglich sein wird, aber dass die Hotels nicht aufsperren. Und auch, was ich gehört habe, die Schulen werden wahrscheinlich, die Oberstufen auch geschlossen bleiben. Das war ursprünglich auch nicht vorgesehen. Also eigentlich war vorgesehen, dass der Handel komplett aufmacht und auch die Schulen komplett aufmachen. Und das ist jetzt, glaube ich, eine Maßnahme, dass eben weniger gelockert wird als ursprünglich vorgesehen, basierend auf den derzeitigen Zahlen. Jetzt soll der Handel wieder aufsperren. Das heißt aber auch gleichzeitig, ich habe jetzt Bilder aus Madrid gesehen, da stürmen die Menschen die Einkaufsstraßen. Also das ist, wenn man glaubt nicht, dass es eine Pandemie je gegeben hat. Muss jedem von uns klar sein, wenn wir einkaufen gehen, dass wir mitverantwortlich sind, ob es einen dritten Lockdown gibt? Ja. Ich sage das ein ganz klares, eindeutiges Ja. Und es war auch vorhin so, wenn 10% nicht mitmachen, ja, dann schlägt sich das in den Zahlen nieder. Und das muss jedem klar sein. Aber das war in der Vergangenheit, in der näheren Vergangenheit leider so, dass mindestens 10% nicht mitgemacht haben. Und wenn die jetzt auch nicht mitmachen, dann werden die Zahlen einfach nur langsam runtergehen und das wird nicht ausreichen. Das heißt, dann können die Lockerungen auch nur mäßig erfolgen, obgleich wir mehr Lockerungen uns wünschen würden, aber das wird einfach nicht möglich sein. Heute ist ja der Startschuss für die Massentestungen gefallen in Salzburg. In Annaberg wurden knapp über 600 Personen getestet. Es waren nur 2 positiv. Ein bisschen ähnlich war ja die Situation auch in Südtirol. Da waren ja deutlich weniger positiv, als man es sich zunächst gedacht hat. Überrascht Sie das? Ja, ich bin neugierig, was jetzt bei uns bei den Massentestungen rauskommen wird. Denn theoretisch, wir haben ja diese Dunkelzifferstudie erst vor kurzem gehabt. Und da sind im Schnitt 3,1% rausgekommen. Das heißt, eigentlich könnte man sich 3% auch jetzt erwarten. Denn das ist quasi eine große Dunkelzifferstudie. Aber in Südtirol hatten wir etwas unter 1%. Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch in Österreich um die 1%, vielleicht etwas über 1% geben wird an Positiven. Ja, sehen wir es positiv. Wir machen jetzt diese Übung, ja, obgleich ich ursprünglich kein großer Fan dieser Testung für alle Österreicher war, sondern ich wollte es wirklich spezifisch für bestimmte Berufsgruppen. Und da sehe ich noch immer ein kleines Problem, nämlich zum Beispiel Lehrpersonal. Ich finde, dass das Lehrpersonal, bevor die Schulen wieder aufsperren, komplett durchgetestet werden sein sollte. Aber in Wien ist es so, dass die jetzt einfach mit den Allgemeintestungen drankommen, also zwischen 4. und innerhalb der nächsten 2 Wochen. Das heißt, die gehen dann in die Schule und sind nicht getestet. Also das wäre etwas, Personengruppen, die Kontakt haben zu vielen anderen Menschen, die sollten bevorzugt getestet werden. Aber egal, auch meinerseits, jetzt machen wir diese Übung, Aufruf, ja, bitte hingehen zu den Testungen, denn dadurch werden Infektketten unterbrochen. Falls jemand positiv ist, der muss dann eben in Quarantäne. Also das ist schon in Ordnung. Es muss einem klar sein, es ist eine Momentaufnahme. Und morgen kann sich derjenige schon wieder anstecken. Spannend war es ja auch bei jenen Ländern, die relativ
relativ gut durch diese Krise kommen, wie Finnland zum Beispiel. Da ist die Topografie aber auch eine andere. Genau. Es gibt nicht so Ballungszentren. Ist das auch, was Sie erfahren haben in Österreich, dass halt in Ballungszentren in Städten das Coronavirus leicht übertragen wird als im ländlichen Raum? Jein. Ja, also ich muss sagen, gerade in der letzten Zeit hätten wir uns eigentlich in Wien noch mehr Infektionen erwartet, weil als einzige wirkliche Großstadt. Das ist nicht ganz so aufgetreten und wir haben durchaus im ländlichen Bereich auch vermehrt Infektionen. Also ich fürchte, so klar kann man das nicht sagen. Sind die Finnen halt disziplinierter als wir? Glaube ich auch nicht, wie ich die Finnen kenne. Aber es ist einfach ein Riesenland und die Bevölkerung verteilt sich so groß wie Deutschland und weniger Einwohner als Österreich. Ja, genau. Das ist natürlich ein Vorteil.